So, jetzt muss ich mich dran erinnern, wo ich langlaufen musste. Was bist du denn? Du bist voll hässlich. Es wächst immer noch. Nein, warte, es verändert sich. Ach, Kacke. Ich mache ihm echt so wenig Schaden nur, ne? Oh. Ja, Phase 4. Ist alles gut. Ist alles gut. Au. Ich bin auch blöd. Warum habe ich denn nicht auf den Raketenwerfer gewechselt? Ich mache ihm keinen Schaden. Jetzt hör doch mal auf da. Aua. Lass mich doch mal schießen. Boah, der geht mir so hart auf den Sack. Was? Warte mal. Ich muss hier gerade mal ausnahmsweise mal erlauben. Ist zu vernachlässigen, aber macht trotzdem ordentlich Schaden. Ist alles gut. Das sind die Bots, die da sich mit diesem Bot nicht ganz so einig sind. Ich weiß, du willst weiterleben. Im Grunde bist du eben erst geboren, aber ich will auch leben, wie alle anderen Menschen auch. Verdammt, das nimmt kein Ende. Nein, nimmt es auch nicht. Wenn wir das nur Eier geben könnten. Was ist das? Das sind Kugeln, die mit Eierszellen bestückt sind. Das war es also, was du versucht hast, ihr zu geben. Warum hast du nichts gesagt? Naja, weil du ein Arschloch bist. Ja, ich befürchte, es ist jetzt zu spät. Es gibt nichts, was wir noch tun können. Schwachsinn, gib sie mir. Ich habe gehört, Feuer brennt im Wasser nicht. Feuer brennt im Wasser nicht? Was hat er vor? Er ist nicht ernsthaft jetzt aus dem Helikopter gesprungen. What the fuck? Was? Daniel? Daniel? Daniel! Das muss von Faeda sein. Faeda. So, habe ich jetzt die Knarre ausgerüstet? Ja, habe ich. Oh, 999 Damage? Ja, hättest du mir das nicht eher geben können? Das wäre zu einfach gewesen, ne? Ja, und jetzt noch ein Critical 999er. Ja, super. Ich mache mich nochmal hier ganz. Ha, aua. Was ist das? Jo. Es ist tot. Daniel! So. Oh mein Gott! Es muss doch etwas auf diesem Schiff geben, um das aufzuhalten. Ja, und ihr nehmt mir das bitte nicht übel. Ich mache jetzt trotzdem nochmal ein Safe State, falls ich mich verlaufen sollte, dass ich den Boss nicht nochmal machen muss, weil wir haben echt nicht mehr so viel Zeit. Und eigentlich wollte ich noch mit dem zweiten Teil anfangen. Also es tut mir wirklich leid, aber ich mache jetzt an der Stelle einfach nochmal ein Safe State. Also es reicht dann auch langsam mit dem Boss. Aber ich glaube, es war links und dann rechts. Mich nicht alles täuscht. So. Der Maschinenraum. Kann ich hier speichern?
Nee, kann ich nicht, ne? Das hätte mich auch gewundert. Dieses Vieh, ne? Oh. Mach doch schnell die Tür auf, Mann! So, genau, hier muss ich nach links. Oh. Es ist schon da. Oh Gott. Das ist Horror hier. Oh, ich lehne mich jetzt unter die Tür durch. So, okay, und hier muss ich jetzt nach oben. Da kommt es rausgeschleimert. Da ist er. Der kleine Dicke. So. Einmal nach unten. In den, ich glaube, Maschinenraum oder was das ist. Ah ja. Hier war das. Okay, hier muss ich ran. Zack. Wenn der Kesseldruck in die Höhe schießt, dann kann ich das Schiff damit in Stücke sprengen. In Stücke sprengen. Bröckel. Oh, oh. Ja. So. Weißt du, was ich jetzt mache? Ich schicke dich direkt in die Hölle, du Bastard! Geh doch da hoch! Hier gibt's doch bestimmt auch noch irgendwelche Secrets, oder? Marcel, du weißt das doch. Du bist doch hier das laufende Wikipedia, was das Spiel angeht. Hier gibt's bestimmt irgendwelche Secrets, die man verpassen kann. Könnte ich mir vorstellen. Ist interessant, dass das viele Türen öffnen kann. So. Hier nur rennen. Ja, ich weiß, dass ich hier nur rennen muss. Ich möchte hier nicht warten. Aber hier gibt es bestimmt irgendwelche Secrets. Ich könnte mir das echt gut vorstellen, dass die Entwickler hier irgendwas ganz Fieses eingebaut haben. Weil ein Fehler und tot. Ja. Ich schweb jetzt hier mal so rum. Boah, der Typ, ne? Au. Und das war's. Boah, wir haben es geschafft. Wir sind raus. Oh. Kapau. Kapam. Kaputt. Puh. Oh, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Oh, eine nasse Eier. Ah ja. So, ist das Viech jetzt endlich kaputt? Bitte. Ja. Schiff brennt. Das heißt noch nichts. So. Ach, schöner Renderhintergrund. Endlich ist es vorbei. Ich verstehe es nicht. Warum habe ich diese Kraft? Es ist, weil Maya ist auch ein Teil von dir, Aya. Was? Als deine Mutter und deine Schwester starben, bekamst du einen Teil deiner Schwester transplantiert. In mich? Ja. Als du 7 warst, du erinnerst dich vermutlich nicht daran, aber müsste hier nicht ein Komma? Schade, dachte sie, steigt jetzt mit einem nassen Shirt aus dem Wasser. Aber sie hat die Jacke wieder an. Ich weiß nicht, also müsste, es ist das so richtig geschrieben? Als du 7 warst, du erinnerst dich vermutlich nicht daran, müsste da nicht ein Komma oder sowas hin? Oder ist das so richtig? Also klingt irgendwie gerade so ein bisschen... Aber... Nee, okay. Du wurdest mit einem Defekt in deinem rechten Auge geboren. In deinem rechten Auge geboren. Daraufhin wurde Mayas Hornhaut in dein rechtes Auge transplantiert. Aua. Mein rechtes Auge? Demnach war das, was ich sah, als ich Eve berührte... Man sagt, wenn man eine extreme Erfahrung macht, wird das, was du siehst, auf deine Hornhaut gebrannt. Aber es wurde wissenschaftlich bisher nicht bewiesen. Das war... Mayas letzte Erinnerung? Das war das Letzte, was sie gesehen hat? Was die Mitochondrien in deinem Körper angeht, ich denke, sie unterzogen sich einem anderen evolutionären Wandel als jenen von Eve. Du hast zwar einen Teil von Eves Kräften erhalten, dennoch entwickeln sich deine Mitochondrien bis zu einem bestimmten Punkt.
bis zu dem Punkt, an dem sie in Symbiose mit dem menschlichen Zellkern leben konnten. Ich glaube, der Text war gerade nicht so einfach zu übersetzen, oder Marcel? Das ist schon, schon böse, das ist ein langer Satz. Ich und Maya, unsere mitochondriale Kraft. Beginnt mit dem Zwischenfall in Japan und mit dem, was jetzt hier geschah. Ich frage mich, ob dies eine Botschaft an die gesamte Menschheit war. Oh ja, sagt er. Das ist echt böse. Also die Texte sind echt krass. Botschaft? Was für eine Botschaft? Wie kann ich das erklären? Wenn die Erde ein einzelner Mensch wäre, wären wir Menschen wie außer Kontrolle geratene Viren, die in die Erde eindringen. Im Wesentlichen würden wir das natürliche Gleichgewicht des Körpers durcheinanderbringen, schlimmer noch, ihn schädigen. Dies bedeutet auf jeden Fall völlige Zerstörung. Wir zerstören uns, indem wir unseren Wirt, die Erde, zerstören. Die Botschaft lautet daher, ihr seid nur Gast hier, zerstört nicht euch, indem ihr diesen Planeten zerstört. Ja, und das machen wir ja leider trotz alledem immer noch, indem wir Konsum und ich möchte nicht drauf rumreiten, aber es ist interessant, dass das Spiel ausgerechnet diese Botschaft jetzt hier zum Ende hin noch vermitteln möchte. Krass einfach nur. Das ist so ein bisschen nochmal so ein Appell eigentlich, aber es interessiert halt eben niemanden, ne? Also man versucht das mit, also ich habe das schon so häufig in Spielen, in Serien, in Filmen, was auch immer gelesen, gehört oder auch was auch immer, und deswegen, also das, es versucht das immer wieder irgendwie zu vermitteln, aber es wird sich nie ändern, es wird sich einfach nie ändern, auch jetzt wird sich's nicht ändern, nach der Zeit von Corinna. Deswegen gibt es keine Netzteile mehr bei iPhones. Apple will die Welt retten. Ja, wahrscheinlich. Ey. Nein, nicht alle Menschen sind wie diese zerstörerischen Viren. Das mag sein, aber im Wesentlichen sind wir alle nur Parasiten. Ja. Wir sollten daher lernen, in Symbiose mit unserem Wirt der Erde zu leben. Aya hat bewiesen, dass so eine Symbiose möglich ist. Nur so können wir auch in Zukunft wieder den nächsten Tag erleben. Seht nur, die Sonne geht auf. Ach, schön. Ich mag dieses Spiel, es ist echt wunderschön. Also die Story ist total geil. Muss man wirklich sagen, sie haben ja wirklich einen reellen Hintergrund. Ne? Ich weiß nicht, ob das möglich wäre, wenn man die Zellen so evolutionär verändern würde oder wenn man sie so manipulieren würde, dass man quasi die Mitochondrien dazu bringen könnte, dass der Körper sich so dermaßen aufheizt, dass er verbrennt. Jetzt weiß ich nicht, ob das wirklich so ist, aber es ist halt geil, dass man das als Plot genommen hat. Finde ich mega. Da hat man sich auch wenigstens mal über den Plot Gedanken gemacht. Komm schon, Aya, hier, nimm das. Danke dir, Ben. Oh Gott, noch schneller. Ach, jetzt geht sie mit ihm zum Ball, oder was? Ich hab's nicht so mit diesen gesellschaftlichen Anlässen. Also, ich find sowas toll. Wir müssen Heiligabend noch nachholen. Ja, red noch schneller, Mann. Och. Ich mag das nicht, dass das jetzt hier von alleine abläuft. Man müsste die Timings nochmal verändern. Das ist mein erstes Mal. Ich bin etwas nervös. Das bist du noch nur wegen Aya, weil sie dich so richtig in die Schale geworfen hat. Was? Nein. Doch noch schneller. Hallo. Es fängt an. Sollen wir? Boah, ey. Ich habe nicht mal eine Sekunde Zeit gehabt zum Lesen. Es tut mir echt leid. Boah, ey. Es ist echt böse gerade gewesen. Marcel, kannst du da bitte mal gucken bei diesen Sätzen da gerade, die da waren, ob man da an den Timings was ändern kann? Ob da irgendwie dieses Steuerzeichen für Timings drin steht? Ja, Daniel und Ben sind spät dran, nicht wahr? Ticket mit dem Timing ist raus. Okay. Sie sollten sich besser beeilen. Och. Es wird noch gefixt. Okay. Das ist viel zu schnell. Ist das im Original auch so schnell? Die Toilette muss wirklich überfüllt sein. Ja, daran wird es wohl liegen. Was ist los? Du wirkst so angespannt. Ja, ich hoffe das auch, dass er das findet. Ja, wie meinst du das?
Oh, naja, ich... Oh Gott, ey! Drück mal zur Seite, Maeda! Nee, drück mal zur Seite, Maeda! So rum. Manchmal ist es sauschnell, manchmal ist es super langsam. Entschuldigen die Verspätung. Im Original ist es auch so schnell. Boah. Ja, aber auch wenn es kürzere Sätze im Englischen sind, es ist trotzdem verdammt schnell. Und vor allen Dingen dadurch, dass du die ganze Zeit im Spiel selber skippen kannst oder weiter dein Timing machen kannst. Dafür ist es echt zu schnell. Unfassbar. Vater, bitte erlaub mir, Eva zu heiraten. Ich verbiete es. Du weißt ganz genau, was passiert, wenn du sie heiratest. Diejenigen, die ihrer Schönheit erliegen, sterben alle auf grausame Weise. Ihr versteht nicht, Vater. Sie ist diejenige, die nach all den Todesfällen gelitten hat. Sie ist das Böse. Wachen, ergreift sie. Und verbrennt sie auf dem Scheiterhaufen. Oh nein, nicht schon wieder! Oh nein, ey. Vater, Eure Majestät, wenn ihr sie zum Tode verurteilt, dann nehmt mein Leben mit ihrem zusammen. Edward! Zuschauer im Hintergrund. Tut mir leid. Ihr tut mir leid. Jetzt stellt euch doch nicht so an, Leute. Das ging auch schon wieder viel zu schnell, ey. Nicht mal eine Sekunde stand der Text da. Boah, ey, das ist echt fies. Sieht aus, als wenn sein Kopf brennt. Ist voll herrlich. Die Alte soll verbrannt werden und hat nichts Besseres zu tun, als zu singen. Wenn das ihr letzter Wunsch ist, soll sie doch machen. Ja, ist schon klasse. Vielleicht wurden in der US-Version einfach nur 1:1 das Timing aus dem Japanischen genommen. Dort sind noch weniger Zeichen. Das kann auch sein, ja. Hä? Leute, es wird Zeit, dass wir Teil 2 spielen. Jetzt sind ganz viele Fragezeichen im Gesicht. Also nicht nur das Gesicht ist gerade ein Fragezeichen, ich habe ganz viele Fragezeichen. Warum haben die jetzt alle... Ah, ja, könnte Corona-Hilfe sein. Da gibt es eine Novelle von... Based on a Novel by Hideaki Sena? Das gibt's als Buch? Oh, wie cool! Bitte den Abspann laufen lassen und dann speichern. Wenn du aufgefordert wirst, nur so kommst du dann ins X-Game. Mach ich. Sind alle infiziert, definitiv. Die haben halt den Mindestabstand von 1,5 Meter nicht eingehalten. Das ist halt so. Auch schön, dass sie jetzt hier so ein Glockenspiel-Dingens da reingenommen haben. Auch schön. Und es ist krass, wie wenig Leute damals eigentlich noch an so einem Spiel mitgearbeitet haben. Ne? Also, ich meine hier, Battle Main Programmer, das wären heutzutage wahrscheinlich 50 Leute oder so. Ungefähr, ne? Ey. Wahnsinn.
Battle Effect Director, Battle Effect Programmer, Battle Effect Graphics, Menu Design. Ja, das ist eindeutig Hotspot. Hotspot im wahrsten Sinne des Wortes. Oh Gott, den hättest du in der ersten Folge bringen müssen. Hotspot. Ja, ich glaube, das hattest du gerade nicht beabsichtigt gehabt, aber... Ah, oh, schön. Ja, du hast eine Maske auf. Warum liegt hier Stroh? Ne? Oh Mann. Main Character Texture. Guck dir das mal an, ey. Einer für Texturen. Das ist echt Hammer. Creature Modeling. 4 Leute für die Kreaturen. Was? Du kennst das nicht? Warum liegt hier Stroh? Warum hast du eine Maske auf? Ja, dann blasen wir doch ein. Okay. Bitte. Das musst du doch kennen. Kennst du das nicht? Ey, guck das bei YouTube nach. Also nach dem Stream, nicht jetzt. Nach dem Stream. Kannst du das nachgucken? Das weiß ich nicht. Das kennt doch jeder. Das kennt doch jeder Mensch. Wir haben mehr Leute an der Karte gearbeitet, als an allem anderen, wie es aussieht. Wie heißt das? Warum hast du eine Maske auf? Oder warum liegt da Stroh? Einfach nach, warum liegt da Stroh suchen? Ja, also, um das jetzt nochmal hier, um mal zurück zum Thema zu kommen. Also, das Spiel war echt großartig. Story ist 1A, erste Sahne, gefällt mir echt sehr gut. Die Charaktere gefallen mir auch, weil das ist wieder mal sowas... Das passte nicht so wirklich in die PS1-Ära rein, aber es hat eine extrem dichte Story. Also nicht, was ich jetzt sagen will, dass die PS1 keine dichten Stories hatte. Klar, mit Metal Gear hatte sie eine extrem krasse Story gehabt, um das jetzt mal so zu sagen. Was fällt mir denn noch ein? Es gibt so viele Spiele eigentlich. Tenchu war auch großartig gewesen, müsste ich eigentlich auch mal wieder spielen. Ich habe das nie durchgespielt. Ich habe es mal angespielt, aber auch nie wirklich durch. Es gibt so viele großartige Story-basierte Spiele, aber nie welche, die so... Ja, wie soll ich sagen? So ein krasses Thema halt eben hatten. Das gefällt mir bei dem Spiel halt echt gut. Und ich muss sagen, also... Xenogears habe ich leider nicht gespielt. Es tut mir leid, Marcel. Irgendwann. Und ich muss ehrlich sagen, also dafür, dass wir das jetzt zum ersten Mal gemacht haben mit dieser Übersetzung und dafür, dass ein Großteil Marcel alleine gemacht hat, ey, Hut ab, ist echt gut geworden. Es waren halt nur noch ein paar Kleinigkeiten, die jetzt sozusagen noch drin waren. Und ja, das mit den Timings ist halt auch ein bisschen blöd, aber das kommt wahrscheinlich von der japanischen Version. Also, dass man da nicht alles lesen kann, weil es halt einfach viel zu schnell geht, ne, das ist halt schon böse. Aber ansonsten, grafisch sieht das Spiel großartig aus. Es hat das Einzige, was mich so ein bisschen gestört hätte, man hätte das so machen können, wie das quasi bei Fear Effect ist. Man hätte die Hintergründe schon animieren können. Also so animierte Hintergründe. Vorgerendert, aber animiert. Das hätte man machen können, aber Fear Effect kam erst später raus. Ich glaube, ein Jahr später, meine ich. 99 oder 2000, ich weiß es nicht mehr. Es wäre richtig cool gewesen, wenn die Hintergründe noch so ein bisschen animiert gewesen wären. Das hätte nochmal so ein bisschen Leben in das Spiel reingebracht und wäre nicht so steril. Aber ansonsten finde ich es echt großartig und ich hätte nicht gedacht, dass wir so lange an diesem Spiel spielen. Hatte das nicht auch Cell Shading? Ja, also Fear Effect hatte Cell Shading. Ist bei mir auch auf dem YouTube-Kanal. Kann man nachgucken. Habe ich auch vor kurzem gespielt. Ende letzten Jahres, glaube ich. Genau. Hat man mehr Speicher zur Verfügung. Würde ich nicht unbedingt sagen. Also der Grafikstil ist ähnlich. Ist wirklich ähnlich, aber das Spiel ist viel kürzer. Um einiges kürzer. Ja. Ach, hier stand noch gute Leistung, Marcel. Ja, auf jeden Fall. Fear Effect erst kürzlich in den neuen... unseren Podcast dazugehört. Kann die Serie nicht wirklich. Okay. Ja. Cell Shading braucht weniger RAM. Ja, das stimmt, aber die Figuren an und für sich waren jetzt auch nicht weniger aufwendig, beziehungsweise grafisch schlechter. Ob ich Kudelka kenne? Ja, ich kenne es, aber ich habe es nie gespielt. Also namentlich sagt mir das was und es fliegt auch immer irgendwie mal so ein bisschen in meiner Bubble rum. Ich glaube, es ist auch ein RPG, oder? Meine ich.
Die Musik ist im Übrigen gerade sehr laut. Ist ein RPG, okay. Dann können wir uns das ja irgendwann mal... Ich schreibe mir das mal auf eine Liste. Ich wollte sowieso einige RPGs spielen. Montags ist ja bei mir RPG Monday. Und aktuell spielen wir ja noch Legend of Dragoon. Als nächstes kommt da ja Grandia. Und was danach kommt, weiß ich noch nicht. Aber das ist in weiter Ferne. Weil ich weiß nicht, wie Grandia, wie lange das geht. Und deswegen müssen wir da mal gucken. Eine Mischung aus RPG und Survival, hattest du das Gefühl. Ah ja, hab's auch nie gespielt. Ist sehr interessant. Hört sich gut an. Ja, muss man mal gucken. Klingt auf jeden Fall interessant. Also RPG und Survival kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Ja, das Einzige, was mir an dem Spiel ein bisschen hier nicht gefallen hatte, also an Parasite Eve, ich fand die Musik manchmal nicht so ganz toll. Also, da wäre mehr drinne gewesen. Das war halt, das klang halt manchmal einfach wie so langweiliger MIDI-Sound. Und das ist das Einzige, was ich wirklich anzukreiden habe. Aber ansonsten echt gut. Wie gesagt, grafisch top. Man hätte da noch ein bisschen was machen können, ja. Und eine deutsche Synchro. Ja. Also. Ja, also wirklich, wirklich super. Das Spiel hat mir echt gut gefallen. Hat eine schöne Story. Erste Sahne. Und ich ärgere mich, dass ich es jetzt erst gespielt habe. Auf der anderen Seite bin ich froh, dass ich es jetzt erst gespielt habe, weil auf Englisch hätte ich wahrscheinlich ein Drittel davon verstanden, wenn überhaupt. Wenn nicht sogar nur ein Viertel. Ich weiß es nicht. Also, das wäre nicht gut gegangen. Und deswegen ist es eigentlich ganz gut, dass wir das jetzt gemacht haben mit der Übersetzung. Und es ist wirklich gut geworden. Also, wie gesagt, nochmal Hut ab. Kudos, Marcel. Echt super. Dadurch, dass du das fast im Alleingang gerockt hast in, weiß ich nicht, wie vielen Wochen? 6 Wochen, 7 Wochen, 8 Wochen, irgendwie sowas, 2-3 Monate maximal irgendwie so. Echt krass. Daumen hoch. Und bitte mal Ausrufezeichen Liebe in den Chat für den Marcel. Mach das bitte mal. Auf Englisch wäre ich wahnsinnig geworden, ja. Wahrscheinlich. Ist gerade keiner da, der Ausrufezeichen Liebe schreiben kann? Doch, da. Dankeschön! Ja, oder ein F. F für Respekt. Genau. Waren 4 Monate. Ja. Ich glaube, ich kriege gerade viele Bonuspunkte. Dankeschön, Dankeschön. Ausrufezeichen F habe ich leider nicht. Muss ich mir machen. Merkt ihr das mal bitte, Frau Schafi? Ich mache mal ein Ausrufezeichen F. Ja. Hört das jetzt hier mal auf? Habt ihr noch was vor? Ich glaube, das dauert noch ein Stück. Stündchen später. Ist auch ein böses Geräusch. Ach, und übrigens, da oben soll Punkte stehen, ne? Ich war einfach zu gut. Nee, sorry. War ich nicht. Aber das Punkte ist... Ah, kann man schlecht lesen. Also ich glaube, das würde ich abkürzen. Das Punkt sieht farblich nicht richtig aus. Ich fürchte, es liegt daran, dass ich es an einer anderen Position setzen musste. Werde ich auch mal mit Ronny klären. Mach doch einfach PKT hin. Das kann man besser lesen als Punkte. Unleserlich, auf jeden Fall. Ich glaube, das... Ja, ich habe es jetzt nicht weggedrückt. Da haben wir noch Zeit gehabt. Das Punkte sieht lustig aus, ne? Das sieht so ein bisschen aus, als würden die Buchstaben aus der Reihe tanzen. Genau. Du magst es? Ja, okay. So, okay. Wir speichern. Ich mache... Was soll der Geiz? Hä? Ach, ich kann hier nicht speichern, weil die Memory Card voll ist. Ah, geil. Es ist eigentlich schon breiter als hier zu sehen. Also ist angepasst, aber es wurde nicht neu eingebunden. Ach so, okay. Ja gut. Ich glaube, meine Memory Card ist voll. Ich habe den Emulator, aber die Memory Card ist voll. Ich brauche eine größere Festplatte. Ja, wahrscheinlich. Komm, ich überspeichern. Nein, ich möchte das nicht überspeichern. Ich nehme hier den letzten, weil ich nicht weiß, was das ist. So, komm, hier. Was soll der Geiz? Es gibt doch jetzt diese tolle neumodische Memory Card, auf der man einfach per Knopfdruck einen weiteren Slot auswählen kann, wo man SD-Card reinschieben kann. Ja. So.
Okay, Leute. Das war's mit Parasite Eve 1. Wollen wir noch mal kurz ins Chrysler Building reinschauen? Komm, wir schauen noch mal kurz rein. Und dann würde ich sagen, fangen wir beim nächsten Mal dann an. CD-Wechsel. Dann fangen wir beim nächsten Mal an mit Parasite Eve 2. 2 Millionen Memory Cards angelegter Mann. Ja, so ungefähr. So. Ich skipp das. Weil ich kann. So, und ich gehe mal davon aus. Ah, X-Game. Macht er mir wieder den Analogstick an. Jedes Mal dasselbe. So, es gibt hier einen neuen Menüpunkt, der heißt da X-Game. Das ist quasi so eine Art New Game Plus, habe ich mir sagen lassen. Und schauen wir einfach mal. Wir nutzen den jetzt mal. Kurz geht nicht. Du musst auf die Karte kommen und das dauert am Anfang. Echt? Also wir gucken mal. Wir gucken mal kurz rein. Einfach nur mal kurz reingucken. Ich möchte einfach nur wissen, was jetzt passiert. So. Oder ist... Ach so. Ist das jetzt quasi so, das Spiel fängt von vorne an und man kann dann einfach quasi nochmal spielen, aber man kommt direkt ins Chrysler Building oder wie ist das? Ich kann es leider auch nicht skippen. Typisches New Game Plus. Ja, da kann man bei jedem New Game Plus kann man die Cutscenes nicht skippen. Das ist aber auch ärgerlich. Das ist sowas, was mich nervt. Ah, es ist genau richtig. Es ist genauso, wie ich es gerade erklärt habe. Also das X-Game ist im Prinzip New Game Plus. Man spielt das gleiche Spiel, muss nur auf die Karte, um dann quasi ins Chrysler Building zu kommen. Okay, na gut, wenn das dann so ist, dann Merry Christmas 1997. Und mit Level 5 oder so würde ich mich da nicht reintrauen. Okay, gut, also machen wir an der Stelle doch einen Cut. Und ich weiß jetzt nicht, wie es hiermit aussieht. Also Parasite Eve 2. Ich würde damit noch anfangen wollen. Okay, dann machen wir an der Stelle einen Cut. Und hören mit Parasite Eve 1 auf, weil da sind wir ja durch. Und gucken uns das jetzt nicht nochmal an, weil dann müssen wir jetzt im Prinzip nochmal den klauen im Pausenraum. Im Umkleideraum. Aber klauen im Pausenraum wäre auch gut gewesen. Doofes X-Game. Ja, echt blödes X-Game. Okay, dann machen wir an der Stelle einen Cut. Und wir schauen uns Parasite Eve 2 an. Zumindest fangen wir noch damit an. So. Und auf YouTube ist jetzt hier erstmal Feierabend mit dem Spiel. Das nächste Spiel kommt dann irgendwann die Tage irgendwann auf dem Kanal. Also, ja. Bis demnächst, sag ich mal. Tschüss.